Ja, heute kleines Hobby von mir. Ich mache mal wieder eine Federgabel, ein bisschen sauber. Die habe ich gerade gekauft zusammen. Natürlich hingen sie an einem Fahrrad dran, ein GT, was sonst. Und jetzt habe ich die erstmal ausgebaut und werde die erstmal reinigen. Tschüss, liebe Kinder. Meine Kinder gehen ins Schwimmbad. Tschüss. Sehr gut. Ich euch auch. Ja, die will ich jetzt mal kurz reinigen. Und dann mal schauen, ja, wie sie danach aussieht. Die erste Hürde ist, ich schaffe die Bremsanlage ist runter, allerdings mit Bremssockel. Also es wollte sich partout nicht so lösen. Jetzt muss ich die irgendwie hier runterkriegen. Mache man ja normalerweise hat man ja einen kleinen Schraubstock oder so, da kann man die einspannen, wenn man die gute Backen hat. Und dann kann man den nochmal einen Knack geben. Vorher weiche ich die jetzt nochmal ein. Und ja, wie gesagt, aber uns geht es ja sowieso jetzt primär um die Gabel, mir zumindest. Und dann schaue ich mir die jetzt mal weiter an, mache die ein bisschen sauber. Ist ein schönes GT, eins wieder für die Sammlung, Fragezeichen. Oder vielleicht werde ich es danach auch einfach weitergeben, verkaufen. Schauen wir mal, ne? Weil, ach naja, ihr wisst ja, ich habe viele, viele Fahrräder, aber es ist wirklich, tja. Wie es aussieht, gefahren, aber wie es aussieht, allerdings auch wenig gefahren. Sieht nicht total zerrockt aus. Von 96 ist es. Nun ist es erstmal sauber, die Gabel. Ne, die Gummis sind ein bisschen, also der ist ein bisschen geweitet, so ja. Ein bisschen luschig, aber da gibt es bestimmt Ersatz auch. Jetzt baue ich sie erstmal wieder zusammen. Also gereinigt habe ich sie. Gereinigt ja, ich service nicht. Ne? Also nur von außen erstmal so ein bisschen sauber gemacht und service halt nicht, weil ich ehrlich gesagt, halt keine Ahnung von. Bestimmt nicht. Kann man sich aneignen, geht bestimmt auch relativ einfach bei den alten Gabeln, aber dazu braucht man auch erstmal das Material überteilt davon, wenn ich hier die ganzen Einzelteile rumliegen habe. Ich werde erstmal die wieder einbauen und dann schauen, wie das Ansprechverhalten überhaupt ist, ob die überhaupt noch brauchbar ist oder so, der Vorbesitzer meinte ja, das Rad fährt sich einmal frei, auch mit der Gabel. Also, naja, werden wir sehen. Ne? Also, jetzt erstmal zusammenbauen. Dann nochmal ein kurzer Blick, wie sie wieder zusammengesetzt aussieht. Weil, wie gesagt, die war ja ziemlich verschmutzt und, ja, und dann wartet von dieser kleinen Federgabel hier. Und hier das Ergebnis. Tja, so kann man sie doch wieder einbauen. Ja, zumindest erstmal bei, um die zu testen oder eben beim Rad, was einfach nur komplett sein muss. So sieht sie doch erstmal wieder richtig schick aus. Eine schöne Gabel. Ich liebe sie. Fantastisch. Na dann, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir da machen. Ob wir den Rest vom Fahrrad, ob ich das euch mal vorstelle. Ja, und ja, ansonsten, ja, irgendwann sehen wir uns bestimmt wieder. Bis dann, ciao, sagt der Tommy.